Nebelparder sind gut aussehende Psychopathen, die dort leben, wo sie ihre Opfer leicht zu Tode prügeln können. In den tropischen und subtropischen Wäldern Ostindiens, Südchinas, Myanmars, Südostasiens, Sumatras und Borneos. Ihr Lebensraum besteht in der Regel aus Bergregionen über 2000 Metern, Sumpfgebieten, Mangroven oder Ebenen. Nebelparder lieben es, den Affen die Scheiße aus dem Leib zu prügeln, deshalb leben und jagen sie in den Bäumen. Dort warten sie entspannt, bis ein Affe, zum Beispiel Winfried, friedlich in der Gegend chillt und stürzen sich dann auf Winfrieds kleinen Arsch oder auf andere Nagetiere, kleine Säugetiere, Vögel oder sogar Stachelschweine. Wenn ich sehe, wie sehr Löwen es bedauern, diese anzugreifen, hätte ich gedacht, dass die Panther sie meiden würden. Aber lass dich nicht vom niedlichen Aussehen dieser bezaubernden Katzen täuschen. Sie haben die längsten Reißzähne aller Katzen im Verhältnis zu ihrem Körper. In Gefangenschaft können diese kleinen süßen Kerlchen bis zu 17 Jahre alt werden, aber die Zuchtprogramme in Gefangenschaft haben nicht viel gegen ihre schwindende Zahl beigetragen. Es gibt nämlich ein kleines Problem, bei dem sich die Männchen wie unkontrollierbare, geile und viel zu starke Teenager verhalten, die die Weibchen, mit denen sie sich eigentlich paaren sollten, angreifen und manchmal sogar töten. Stabile Taktik, Jungs, so geht es richtig vorwärts mit der Population eurer Spezies.